Cardano, eine Blase oder tatsächlich eine Kryptowährung mit extrem viel Potenzial? Genau das schauen wir uns heute in diesem Video an. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, YouTube, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute geht es um die Kryptowährung ADA bzw. Cardano. Ja, ich habe mich gerade noch mal etwas näher mit Cardano beschäftigt bei der Recherche zu dieser Ausarbeitung und ich muss sagen, die Kryptowährung überzeugt mich immer mehr. Und warum sie mich überzeugt, das werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Ich zeige euch, wie Cardano entstanden ist, was Cardano im Moment bietet und welches ungemeine Potenzial es in Zukunft noch hat. Aber zu Beginn springen wir erstmal auf den Chart und hier sehen wir eine ganz krasse Entwicklung. Der hier eingeblendete Chart ist der Chart aus dem letzten Jahr, wo man sieht, dass sie von ja, um die 0 Cent auf momentan über 1 Euro bzw. über 1 Dollar gestiegen sind. Wir springen gerade im Bereich knapp über 1 Dollar oder auch knapp unter 1 Euro, knapp über 1 Euro. Meiner Meinung nach ist da noch immenses Potenzial nach oben und das werde ich euch heute zeigen bzw. begründen und euch erklären, warum ich dieser Meinung bin. Erstmal überhaupt, was ist ADA Cardano, woher kommt das und wie ist das entstanden? Ja, bei dem Gründer von ADA handelt es sich um Charles Hodgkinson, einen Mathematiker und ehemaligen Mitentwickler von Ethereum. Und um nochmal komplett zurückzuspringen, war er damals ein Mitentwickler von Ethereum, hat sich dann irgendwann von Ethereum getrennt, um seine eigenen Wege zu gehen, wurde daraufhin von Jeremy Wood angesprochen, ob sie nicht eventuell ein Unternehmen im Bereich Kryptowährungen gemeinsam erschaffen wollen. Und so ist es dann auch gekommen, Charles hat entschlossen, das Unternehmen zu gründen. Input Output Hong Kong ist das Unternehmen im Endeffekt geworden und worum es in dem Unternehmen geht, erzähle ich euch auch. Das Unternehmen ist ein Ingenieur- und Forschungsunternehmen, spezialisiert auf den Bau von Kryptowährungen und Blockchains. Zu dem Hauptprojekt gehört Cardano bzw. ADA, welches ich euch jetzt noch weiter vorstellen werde. Ja, Cardano ist gerade auf dem Weg in Richtung Spitze der Kryptowährung. Ja, es hat sich in den letzten Monaten extrem entwickelt und einer der größten Hauptpunkte ist wohl, dass es auf Proof of Stake läuft. POS werde ich in Zukunft eventuell noch weiter abkürzen. Das ist dasselbe Ziel, was Ethereum 2.0 seit sehr, sehr langer Zeit erreichen möchte und bis jetzt leider noch nicht geschafft hat. Ja, Proof of Stake oder auch POS genannt, bietet extrem viele und sehr, sehr starke Vorteile gegenüber von Proof of Work, auf dem Bitcoin und Ethereum momentan noch basiert. Es hat geringere Transaktionskosten und ist deutlich günstiger. Aber warum ist es günstiger und was ist das überhaupt? Ja, ich habe hier euch einfach mal eine Grafik aufgelistet. Hier sieht man Proof of Work und Proof of Stake, einmal den Vergleich. Ja, beim Proof of Work ist es ja so, das kennen wir auch aus den Medien, etc., dass man riesige Rechenzentren braucht, um beispielsweise Bitcoin zu schürfen. Was passiert da eigentlich? Diese riesigen Netzwerke, diese riesigen Systeme rechnen den ganzen Tag eigentlich nur durch und versuchen mehr oder weniger durchs Zufallprinzip den richtigen Block zu finden, beziehungsweise das richtige Ergebnis zu finden, um den nächsten Block von Bitcoin ans System bzw. ans Netz anzuheften. Das heißt, es wird eine Menge immense Leistung etc. in das System reingesteckt. Und natürlich, je mehr ich farmen möchte, je mehr Sachen ich richtig errechnen möchte, desto erstens viel mehr Leistung brauche ich und zweitens natürlich auch viel mehr Kapazitäten. Deswegen sieht man das nicht, dass irgendein kleiner Dulli zu Hause mit einem kleinen Raspberry Pi sitzt und versucht Bitcoins zu schürfen. Nein, das sind riesige Rechenzentren. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb die ganzen Grafikkarten etc. in den letzten Jahren so extrem gestiegen sind, weil das Unmengen an Datenmengen verarbeiten muss und immer wieder durchrechnet, um irgendwann per Zufall die richtige Rechnung zu erreichen. Dadurch wird der Miner dann dementsprechend belohnt und hat dann eben diesen Anteil der Kryptowährung. Natürlich, je mehr Leistung ins System reingegeben wird, desto mehr kommt auch heraus. Ja, allerdings gibt es 21 Millionen Bitcoins und bis dahin können immer weitere errechnet werden. Das Ganze wird natürlich nicht einfacher. Je mehr gefunden wird, desto weniger ist noch da und desto schwieriger wird es, diese zu schürfen bzw. zu errechnen. Ein riesiger Nachteil von POW. Aber was ist POS, Proof of Stake, auf dem Cardano basiert? Beim Proof of Stake geht es darum, dass der Nutzer seine Kryptowährung staken kann. Was ist das jetzt? Einfach erklärt ist es so, dass du deine Kryptowährung bereitstellst bzw. zeigst und Cardano selber wie eine Lotterie agiert. Das heißt, du hast 100 Cardano und vom Unternehmen werden immer wieder Cardano rausgegeben. Und wenn du jetzt diese Cardano bereitstellst und sagst, ich habe so viele, ich möchte gerne staken, ja,
Da musst du online sein und dann wird ausgelost, wer einen gewissen Anteil von Cardano bekommt. Ja, das ist natürlich nicht so einfach, immer online zu sein, und das von zu Hause aus selber zu machen, ist auch relativ schwierig. Deswegen gibt es sogenannte Staking Pools. Da kann man seine Kryptowährung quasi zur Verfügung stellen und es wird dort gestaked. Das heißt, die Kryptowährung ist quasi durchgehend online, durchgehend verfügbar, und dadurch hat man natürlich eine 24/7 Chance, in der Lotterie dran zu kommen. Ein anderer Punkt, und das ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen, ist, je mehr Kryptowährung bzw. je mehr Cardano ich habe, desto höher ist natürlich auch die Gewinnwahrscheinlichkeit, bei dieser Lotterieziehung etwas abzubekommen. Das heißt, die Leute, die mehr Cardano haben, werden dementsprechend auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in der Lotterie gewinnen und was abbekommen. Stellt euch das jetzt allerdings nicht so vor, dass ihr hier 10 Cardano zur Verfügung stellt und in der Lotterie gewinnt und auf einmal tausende Cardanos kriegt. Nein, das geht natürlich um sehr, sehr geringe Anteile, die dann in dieser Lotterie rausgegeben werden. Das heißt, es ist quasi stärker geeignet für die breite Masse, für dich und mich, weil wir uns mit Sicherheit kein Rechenzentrum zu Hause reinstellen, aber viel einfacher es haben, die Kryptowährung einfach bereitzustellen. Und dadurch ist auch eine viel bessere Skalierung möglich, weil man weiß, wie viel Cardano sich im Umlauf befindet, man weiß, wie viel Cardano gestaked ist, wie viel quasi neu erstellt wird, und hat dem extremen Vorteil gegenüber Bitcoin. Der IOHK hat auch noch bestätigt, dass ab dem 31. März die komplette Kontrolle der Erschaffung von Cardano in die Hände der Konsumenten so gesagt gelegt wird. Das heißt, dass das Unternehmen nicht noch selber quasi Kryptowährungen dazu gibt, sondern dass es nur darum geht, wer staked am besten, wer staked am meisten, wird am stärksten belohnt. Und so kann dann jeder von zu Hause quasi Cardano farmen. Des Weiteren möchte das Unternehmen es so weit bringen, dass die Nutzer ihre eigenen Tokens irgendwann erstellen können, basierend auf der Blockchain von Cardano, das heißt auf dem Grundgerüst von Cardano. Des Weiteren ist ein Riesenprojekt von Cardano Alterna Prism. Es ist eine digitale Identitätslösung. Was heißt das? Es ist möglich, eventuell in Zukunft fälschungssichere Online-Ausweise zu erstellen. Extrem interessant für Regierungen, gerade auch Regierungssysteme, die gerade noch im Aufbau sind oder eine extrem hohe Kapazität zu verarbeiten haben, wie beispielsweise China mit extrem vielen Menschen, aber auch Afrika, die gerade im Aufbau sind. So könnte Afrika die eigenen Einwohner viel besser in ihr System reinbringen und so fälschungssicher eigene Identitäten für jede Person anlegen. Das heißt, ein Megapotenzial. Sollte so etwas irgendwann von einer Regierung akzeptiert und angenommen werden, ja, dann sind die Chancen meiner Meinung nach unermesslich. Des Weiteren ist ein riesiger interessanter Punkt, und da muss ich ablesen, Central Bank Digital Currency, also CBDC, ein digitales Zentralbankengeld. Ja, die Zentralbanken wissen natürlich, dass das Produzieren bzw. Reproduzieren von beispielsweise Euro- oder Dollarscheinen in Zukunft immer weniger wird. Momentan natürlich extrem hoch, aber wir gehen immer mehr in die Richtung Digitalisierung. Und da ADA technisch eine sehr gute Grundlage dazu bietet, kann es sehr gut sein, dass Unternehmen bzw. Zentralbanken eventuell in Zukunft mit so einer Blockchain wie Cardano zusammenarbeiten, gerade wenn es eine extrem große Blockchain ist und extrem bekannt und publik ist. Des Weiteren ist mit Cardano sehr viel im DeFi-Bereich möglich. Mit DeFi sind dezentrale Finanzmärkte gemeint. Beispielsweise so etwas wie Uniswap oder Chainlink oder Aave, was in den letzten Monaten auch extrem an Kursgewinn zugenommen hat. Digitale Finanzmärkte ist quasi nochmal ein Thema für sich. Falls ihr euch dafür interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, das waren nur einige Anwendungsbeispiele in dem Bereich, in dem Cardano mitwirken könnte. Falls ihr euch für etwas Genaueres interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Der DeFi-Bereich ist extrem groß, extrem interessant und beinhaltet sehr viele verschiedene interessante Kryptowährungen, für die man sich auch noch einzeln interessiert. Ich beispielsweise habe einen extrem großen Anteil an Chainlink in meinem Portfolio, was ich auch extrem interessant finde. Und falls ihr Näheres zu DeFis oder zu CBDC wissen wollt oder erfahren wollt, schreibt es mir in die Kommentare, dann sage ich gerne nochmal was dazu. Ich möchte das Video jetzt nicht weiter sprengen, ich nutze jetzt die letzte Minute, um mich bei euch zu bedanken für den ganzen Support der letzten Wochen und Monate, für eure Kommentare und Bewertungen. Ich hoffe, wir werden in Zukunft gemeinsam wachsen. Ich werde in Zukunft natürlich auch weiterhin über Cashgeld oder andere Anlagenmöglichkeiten reden, genauso wie Aktien, für die ich mich sehr interessiere.
Allerdings ist das Thema Kryptowährung momentan so groß und ich bin quasi den ganzen Tag damit beschäftigt und interessiere mich einfach so sehr dafür, dass ich das dann dementsprechend natürlich auch gerne teile. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr noch in Zukunft sehen wollt und ob euch das Video gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein kostenloses Abonnement da. Ihr würdet mich dadurch extrem unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.